Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Webinar. In diesem Webinar werden Sie erfahren, wie Sie eine Wirbelstrombremse in EMS für SolidWorks simulieren. Zuerst werde ich uns kurz vorstellen. Mein Name ist Yijia Liu. Ich arbeite seit 2 Monaten als Account Manager bei EMWorks Deutschland. Und mein Kollege Georg Wehmer. Herr Wehmer arbeitet seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Bereich elektromagnetische Simulation und leitet jetzt die EMWorks deutsche Niederlassung. Dann kommen wir jetzt zu unserem Agenda heute. Bevor wir mit der technischen Präsentation anfangen, werde ich zuerst unsere Produkte und Anwendungen zur Wirbelstrombremse kurz vorstellen. Zum Ende werde ich über EMS-Produkte kurz präsentieren und noch einige Lernmaterialien zeigen. Unsere Software bieten 3D- und 2D-elektromagnetische Simulation an. Sie sind eingebettet in SolidWorks und Autodesk Inventor. Wir haben insgesamt 4 Produkte, die für einen weiteren Umfang von Anwendungen geeignet sind. Das erste Produkt ist EMS. Die kann man zur Simulation elektromagnetischer Felder verwenden, von Gleichstrom bis zum Mittelfrequenzstrom. Die typischen Anwendungen in diesem Bereich sind zum Beispiel Kabel, Isolatur, permanente Magnete, Wirbelstrombremse, Solenoid und Transformator. Und das zweite Produkt von uns ist HFWorks. Diese wird verwendet in Mikrowellen, Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeits elektrische Geräte sowie elektronische Geräte. Die Anwendungen sind zum Beispiel Antenne, Adapter und so weiter. Das dritte Produkt heißt EMWorks 2D. Die bietet 2D-Simulation an. Und das letzte heißt Motor Wizard. Das ist ein Motor-Design-Software. Es ermöglicht, verschiedene elektrische Maschinendesign zu erstellen und zu analysieren. Und zusätzlich zu den 4 Produkten werden noch 4 Zusatzanwendungen angeboten. Sie sind nämlich Thermal, Motion, Structural und Circuit. Heute werden wir uns mit dem ersten Produkt beschäftigen, nämlich EMS für SolidWorks. Wir haben verschiedene Lizenzprogramme, die Business-Programm, akademisches Programm und Startup-Programm. Für ein Business-Programm bieten wir permanente Lizenz an. Für akademisches Programm bieten wir je nach Bedarf für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bevor wir weiter zum Thema kommen, stelle ich zuerst kurz den Anwendungsbereich vom Wirbelstrombremse vor. Die Anwendungen sind vor allem bei Schienenfahrzeugen. Ein großer Vorteil von Wirbelstrombremse für Schienenfahrzeuge ist das kontaktlose Mechanismus, wodurch kein Abrieb entsteht. Und damit werden auch die Wartungskosten deutlich reduziert. Außerdem auch bei Achterbahnen zum Beispiel. Die Wirbelstrombremse wird im Freizeitpark der ganze Welt verwendet. Es sind nicht nur bei Achterbahnen, sondern auch andere Geräte im Freizeitpark. Ansonsten gibt es auch Anwendungen, zum Beispiel in Fitnessgeräte und Freizeitequipment und so weiter und so fort. Jetzt noch einige Hinweise zu diesem Webinar. Schalten Sie bitte die Mikrofone auf Stumm
Und wenn Sie Fragen hätten, tragen Sie diese bitte in unser GoToMeeting-Chatfenster ein. Und wir werden nach dem Webinar noch einen Link zur Aufnahme an allen Teilnehmer schicken. Gut, jetzt gebe ich das Wort zu meinem Kollegen Herr Georg Weber. Ja, schönen guten Tag. Ich war noch selbst noch stumm geschaltet. Ja, ich werde jetzt meine Präsentation starten. Ja. Also es geht jetzt um die Simulation einer Wirbelstrombremse, also einer vereinfachten Wirbelstrombremse, ja, um die wesentlichen Funktionen zu zeigen, ja, mit EMS. EMS ist eingebettet in SolidWorks, also EMS für SolidWorks. Ja. Was Sie jetzt hier sehen werden, ist also jetzt die technische Präsentation, ja, wie man eine Wirbelstrombremse simulieren kann. Und als Beispiel habe ich jetzt vorbereitet, ja, ein kreisförmiges Bremssystem, ja, so wie Sie das auf der rechten Seite sehen, ja, also das untere kreisförmige Teil, ja, das hier grün und braun eingefärbt ist, ja, also das rotiert. Ja, und das soll gebremst werden. Ja, wie das funktioniert, werden wir gleich sehen. Ja, das werde ich Ihnen vorstellen. Ja, ich werde dann noch etwas sagen zu dem Workflow, also wie EMS in SolidWorks verwendet wird. Und nachher schaue ich noch also in die Chatbox, ja, wenn Sie schon während der Präsentation Fragen haben, ja, Sie können das mir dort kurz schreiben und wir werde nachher für alle diese Fragen beantworten. Ja? Also eine Wirbelstrombremse, was wollen wir machen? Ja? Also wir wollen eine sogenannte transiente Magnetfeldsimulation durchführen. Also transient heißt im zeitlich veränderliches Magnetfeld. Ja? Im Gegensatz zu statisches Magnetfeld, also Magnetostatik oder zum Beispiel zeitharmonisches Magnetfeld bei Transformatoren anwenden. Ja, wichtig ist, ja, dass diese Simulation gekoppelt ist mit SolidWorks Motion. Ja. SolidWorks Motion ist eine Zusatzanwendung für, ja, also eine In-House-Zusatzanwendung von SolidWorks. Das ist wichtig, ja. Und es ist also eine wirklich multiphysikalische Simulation, also ein sogenanntes elektromechanisches System. Ja. Worauf beruht denn jetzt diese Wirbelstrombremse, ja, oder dieses Konzept, ja? Also das sollten wir vielleicht, bevor wir dann das Modell uns anschauen, einfach nochmal verstehen, ja. Und zwar ein zeitlich veränderliches Magnetfeld, ja, was einen Leiter durchdringt, ja, induziert Wirbelströme im Leiter. Ja, dann habe ich fließen Ströme im Leiter und durch die sogenannte Lenzsche Regel sagt, ja, diese Wirbelströme erzeugen ihrerseits wieder ein Magnetfeld, das der Ursache entgegenwirkt. Ja, und dieses Entgegenwirken heißt Bremsen. Ja, das werden wir simulieren und hinterher wollen wir also diese die Plots sehen, also wie in der Dynamik wird diese Scheibe gebremst, also Verschiebung und Geschwindigkeit versus Zeit und auch die Wirbelströme mal visualisieren, wie die aussehen. Ja, wollte ich noch mal ins Technische eintauchen, ja. Und zwar, worauf beruht diese Wirbelstrombremse, ja, oder dieses Konzept, ja. Also, Sie sehen, also, alle elektromagnetischen Vorgänge werden ja durch die Maxwell-Gleichungen beschrieben, ja. Also, das sind auf der linken Seite, sehen Sie das, das sind vier gekoppelte, nichtlineare Differentialgleichungen, ja, mit den bekannten Größen E für elektrisches Feld, B für magnetische Flussdichte, H das magnetische Feld, D, die Verschiebungsdichte, J, die Stromdichte, ja, und Rho, die Raumladungsdichte,
Ja. Für unsere Anwendung jetzt hier, wir brauchen eigentlich nur, also wichtig ist diese erste Regel, ja, also Rotation E gleich minus D nach dt B. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, ja, D nach dt heißt zeitliche Ableitung, ja, das wirkt auf die Flussdichte, ja, also wenn die Flussdichte sich ändert, ja, dann bewirkt das, dass ein E-Feld ja, erzeugt wird, und zwar so, dass diese Gleichung in der Form gilt. Ja, also zum Beispiel könnte man, ja, wenn Sie das Bild auf der rechten Seite mal betrachten, ja, das soll hier ein Permanentmagnet sein und hier eine Leiterschleife, ja, mit einer gewissen Leitfähigkeit. Ja, dieses D nach dt, ja, wie erzeuge ich das? Ja, ich bewege diesen Permanentmagnet. Ja, also wenn ich diesen Permanentmagnet bewege, dann bewegen sich ja auch diese orangen Flusslinien. Ja, dann habe ich also eine zeitliche Änderung. Ja, das heißt, es wird ein elektrisches Feld erzeugt, ja, so dass diese Gleichung gilt. Ja, jetzt brauche ich noch, sich das einblenden, ja, wenn ich ein E-Feld habe, ja, und ich habe in einem Leiter eine, ja, Leitfähigkeit Sigma, dann wird eine Stromdichte erzeugt. Das heißt, in dieser Leiterschleife wird ein Strom fließen. Ja, aber jetzt erzeugt eine Leiterschleife, ja, erzeugt ihrerseits wieder ein Magnetfeld. Ja, das könnte man jetzt aus der zweiten Maxwell'schen Gleichung entnehmen. Ja, Rotation von H gleich J. Ja, also und über die Materialgleichung. Ja, H hier ganz unten, B gleich μ mal H. Ja, also habe ich wieder ein B-Feld. Ja, das ist hier blau in der Grafik hier blau symbolisiert. Ja, mit B int. Ja, und jetzt ist es so, dass dieses Feld entgegen, ja, der Erregung, ja, wirkt, ja, wie das zustande kam. Ja, also das ist im Prinzip das Prinzip einer Wirbelstrombremse. Ja, also die entsprechenden Maxwell-Gleichungen mit in Verbindung mit der Lenzschen Regel. Ja, es gibt andere Anwendungen. Ja, also ich meine, diese Wirbelströme, die sind ja durchaus erwünscht. Ja, also zum Beispiel, ja, natürlich bei der Wirbelstrombremse nützt man diese Wirbelströme, ja. Die nützt man auch noch in anderen Anwendungen, ja. Also zum Beispiel induktives Erhitzen, ja. Da könnte man nochmal ein anderes Webinar darüber machen, ja. Induktives Erhitzen im industriellen Maßstab, ja. Auf dem linken Bild, ja. Da wird dieser Eisenkern, ja, in dieser Spule wird, ja, also kontaktlos erhitzt, ja. Eben dadurch, dass da Ströme in diesem Metallstück fließen, und diese Ströme sind ihrerseits wieder Ursache für eine Temperaturerhöhung. Ja? Oder auch im Haushaltsbereich, ja, wenn Sie schon so fortschrittlich sind, also viele haben das jetzt schon, ja, also so eine Induktionsherdplatte, ja, ich hab das noch nicht. Ja, natürlich sind die manchmal auch unerwünscht, ja, also zum Beispiel bei Transformatoren. Ja, also da will man nicht, dass sich der Transformatorkern aufheizt. Ja, was macht man da? Da macht man man laminiert das Material, damit will man erreichen, dass der Strom nicht, sag ich mal, ungehindert da in dem leitenden Material fließen kann. Ja, da will man es wieder verhindern. Oder bei Elektromotoren, ja, da will man auch nicht, dass das irgendwo fließt, dass sich das erhitzt. Ja, deswegen sieht man da häufig, also, dass diese Materialien laminiert sind. Ja, aber in unserer Anwendung, wir wollen das ja sehen. Ja, also es geht jetzt also um diese, ja, kreisförmige Wirbelstrombremse. Ja, da wollen wir sehen, ja, zunächst einmal, wie verwendet man EMS in SolidWorks, um das aufzubauen, ja, und dann wollen wir uns die Resultate angucken, ja, also die Winkelgeschwindigkeit gegenüber der Zeit, ja, würde man erwarten, oder dass sich die Geschwindigkeit reduziert, und ja, am Ende ich keine Bewegung mehr habe und es zum Stillstand kommt. Ja, und dann visualisieren wir noch die Wirbelströme. Ja, gut, dann gehe ich jetzt zum Modell. Ja, dazu. Okay. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Ja. Also, was ist das? Ja. Also, das ist jetzt, ich benutze hier, also, es ist hier SolidWorks. Ja. Und ja, das ist also eine Baugruppe,
mit einer Unterbaugruppe und zwei Teilen. Ja, also ich mache mal das. Ich kann das mal isolieren. Ja, also das ist das Teil, wo die Permanentmagnete drauf montiert werden. Ja, also so soll das sein. Das, was Sie hier sehen, diese Kuchenstücke, das werden dann später die Permanentmagnete sein. Ja, und was sich rotiert, ja, das ist diese untere, ja, diese braune Platte. Ja, ich isoliere das auch mal. Ja, das soll sich dann drehen. Ja, also die Kunst ist natürlich auch, ja, bei der Simulation von solchen technischen Teilen, ja, dass man also die Sachen weglässt, die man nicht braucht. Ja, natürlich ist klar, in einer industriellen Anwendung, ja, da hat man noch, sag ich mal, mehrere, da hat man noch ein Gehäuse oder da hat man noch irgendwelche Befestigungsteile und irgendwelche Schrauben und noch zusätzliche Platten, ja. Aber die Kunst ist, dass man also die wesentlichen Teile, die also die für die Simulation, also die also das Ergebnis beeinflussen, dass man diese Teile extrahiert, ja. Also, dass man nicht jetzt, wenn im ursprünglichen Modell da noch irgendwie eine Schraube im Material ist, ja, die könnte ich natürlich in SolidWorks, ja, nachbilden, ja, das ist kein Problem, ja, aber das würde hinterher, die Rechenzeit hochtreiben, ja. Also, ja, soweit bin ich in SolidWorks, ja, und jetzt brauchen wir, muss ich das nochmal rüberschieben, ja, ich gehe mal noch zu den Zusatzanwendungen. Um Ihnen das zu zeigen, ja. Also, da muss es SolidWorks Motion geben, ja. Also, das habe ich gemeint. Das ist also diese von SolidWorks, die Inhouse Zusatzanwendung, ja. Die muss also verfügbar sein und die muss aktiviert sein, weil wir das gleich brauchen, ja. Nämlich, ja. Also, zuallererst, ja, müssen wir jetzt der Simulation mitteilen, was sich denn drehen soll, ja. Und das, wenn ich das hier hochklappe, ja, Sie sehen es hier unten, man kann hier mehrere sogenannte, ja, Bewegungsanalysen hinzufügen. Ja. Wichtig ist, ich brauche hier eine Bewegungsanalyse, das muss ich hier einstellen. Ja. Und dann teile ich dem SolidWorks mit, ja, ich füge ein Drehmoment hinzu. Ja. Also ich müsste hier draufklicken, hier kann ich Kraft oder ein Drehmoment hinzufügen. Ja. Also ich mache es mal. Ja, also hier kann ich, ja, muss ich hier Drehmoment auswählen, weil sich ja was dreht. Ja, wenn ich eine Linearbewegung habe, dann nehme ich Kraft. Ja, das ist jetzt also erstmal nur in SolidWorks. Also ich könnte jetzt SolidWorks sagen, ja, diese Platte soll sich drehen mit einem konstanten Drehmoment, dann kann ich das simulieren und es würde sich dann drehen. Ja, hinterher, also das habe ich hier schon mal gemacht. Ich mache mal da auf, ja. Jetzt sehen Sie, jetzt habe ich hier eingetragen 0 Newtonmeter, also gar kein Drehmoment. Ja. Also wenn ich das jetzt von SolidWorks aus starten würde, dann wäre alles in Ruhe, weil ich hab ein konstantes Drehmoment von 0 Newtonmeter hier angewählt. Ja. Hinterher in EMS werde ich dann koppeln zu dieser Bewegungsanalyse, ja, und anstatt 0 Newtonmeter wird dann das Drehmoment berechnet, verwendet, das sich eben aus der Magnetfeldsimulation ergibt. Ja, also mache ich das wieder zu und ich habe auch, ja, diese Scheibe soll auch eine Anfangsgeschwindigkeit haben. Ja, ich habe hier verwendet, ja, 100 Umdrehungen pro Minute. Ja, das ist die Anfangsgeschwindigkeit. Ja, und das Ziel ist, das herunterzubremsen. Ja, ich könnte hier noch, Sie sehen hier, ich simuliere das jetzt von 0 bis 0,2 Sekunden, also 200 Millisekunden. Ja, das könnte ich hier natürlich ändern. Ja, muss ich nochmal hier hochgehen. Kann ich natürlich ändern. Ja, gebe ich einen anderen Zeitpunkt ein. Ja, wichtig für die Genauigkeit der Lösung wird auch sein, ja, Folgendes, wenn ich mal hier auf die Eigenschaften gehe, ja, die Frames pro Sekunde. Frames pro Sekunde heißt Anzahl der Zeitschritte pro Sekunde. Ja, je mehr Zeitschritte ich pro Sekunde mache, sozusagen, dann ich taste feiner diese kontinuierliche Zeit von, ja, von 0 bis 200 Millisekunden, ja, taste ich sehr fein ab,
wenn ich die Frames pro Sekunde erhöhe, ja, wenn der Wert niedrig ist, ja, dann heißt das, ja, ich mache nur vielleicht ein paar Zeitschritte in diesem gesamten Simulationszeitraum. Ja, also das ist eine Frage, die dann, sag ich mal, der letztlich der Ingenieur beantworten muss, ja, was ist fein genug für diese entsprechende Anwendung? Ja, gut, das macht man hier. Okay, dann haben wir das jetzt gemacht. Wir merken uns, Initial Velocity ist der Name dieser Bewegungsanalyse. Das müssen wir nachher nämlich noch wissen. Ja, okay, das ist also nichts weiter. Bisher ist nichts passiert. Wir haben bisher nur uns SolidWorks angeschaut. Ja, so, EMS habe ich dieses Tab. Ja, das ist bei mir hier das Icon ein bisschen klein, was mit meiner Bildschirmauflösung zu tun hat. Ja. Gut, also ich habe hier natürlich schon einiges vorbereitet. Ja, hätte ich nichts vorbereitet, würde man hier nur das sehen, ja, das Icon mit dem Text Circular PM Braking System. Da wäre noch nichts da. Ja, wenn ich hier mal draufklicke, ja, ich muss jetzt hier eine neue Studie anlegen. Ich mach das mal. Ja, so jetzt zunächst. Ich meine, die Software weiß noch nicht, dass das natürlich eine Wirbelstrombremse werden soll. Ja, also der Ingenieur muss jetzt sich jetzt entscheiden, ja, welcher Anwendungstyp denn jetzt hier in Frage kommt. Ja, also ich kann jetzt hier aus dieser Studie, also aus diesem, ja, aus dieser Assembly Baugruppe mitteilen. Ich könnte eine magnetostatische Studie machen, ja, also alles statisch. Ich könnte AC Magnetic. AC Magnetic heißt zeitharmonische Anregung. Ja, aber ich habe hier keine Spulen. Das macht jetzt hier auch gar keinen Sinn. Was wir hier brauchen ist, und es gibt ja noch drei elektrische Solver, ja, Elektrostatik, wenn ich hier irgendwie, wenn das ein Plattenkondensator eventuell werden sollte, ja, oder so etwas, ja, oder Electric Conduction, stationäre Strömungsfeld, wenn ich wissen will, wie sich Ströme in einem Leiter, ja, wo Ströme in einem Leiter dichter sind, wo die Stromdichte dichter ist, als in anderen Gebieten, ja, das wäre Electric Conduction oder AC Electric, wenn ich zeitharmonisch anrege, ja. Also was wir hier brauchen, ist natürlich das Transient Magnetic, ja. Und jetzt sehen Sie, naja, wenn ich normales das Transient Magnetic nehme, ohne zu SolidWorks Motion zu koppeln, ja, dann muss der Benutzer jetzt hier Startzeitpunkt, Endzeitpunkt und auch die Zeitschrittweite eingeben, ja. Aber das machen wir ja nicht. Wir wollen ja mit SolidWorks Motion koppeln. Also mache ich hier Coupling to SolidWorks Motion, ja. Und hier kann ich auswählen, ja. In der SolidWorks Studie, ja, da sind ja mehrere Bewegungsanalysen definiert, ja. Also wir wollten ja das mit der Initial Velocity Studie machen, ja. Dann gebe ich jetzt hier, muss er noch wissen, welche Teile sich bewegen, ja. Also ich könnte das jetzt direkt auswählen, ja. Das ist also die Philosophie von EMS, ja. Also man sieht hier immer solche Fenster, mit so einem Symbol. Dieses Symbol davor bedeutet, man muss hier ein Teil auswählen, ja. Es gibt auch andere Symbole, da weiß man dann, man muss eine Oberfläche auswählen, ja. Das kommt nachher noch, ja. Also, ich könnte es jetzt hier direkt auswählen, ja. Also diese Kreisscheibe, die soll sich ja bewegen, ja. Ich deaktiviere es nochmal, ja. Ich kann es aber auch von diesem Baum auswählen, ja. Also in manchen Baugruppen, die sind sehr kompliziert, ja. Und da muss ich vielleicht manche Teile noch unsichtbar machen, damit ich da direkt mit der Maus hinkomme, ja. Also man könnte es auch also von dem Baum auswählen, ja. Also Moving Parts, ja. Jetzt gibt's noch das Konzept des Bands, ja. Also das müsste ich hier auch auswählen, ja. Band. Ich mache das mal und dann ist es auch schon fertig, ja. Und jetzt gehe ich doch mal zurück, ja. Und jetzt sehen Sie, das ist jetzt hier grau, ja. Das heißt, die Simulationszeit und die Zeitschrittweite wird von SolidWorks gesteuert, ja, so wie wir das vorher eingegeben hatten. Ja, also ich mache es nochmal hoch. Ja, da wird das gesteuert. Ja, ich noch mal runter. Okay, dann ist das jetzt fertig. Ja. Und dann, ja, hat man also diesen Baum. Ja, das ist also die Bezeichnungen kommen auch direkt von den Bezeichnungen, die man in SolidWorks verwendet hat. Ja, also es ist 1:1. Ja, da wird also nicht das Cut-Format von SolidWorks irgendwie intern umgeschrieben, ja,
in ein uns lesbares CAD-Format. Nee, also wir arbeiten direkt auf dem SolidWorks, auf dem SolidWorks CAD. Ja? Also SolidWorks teilt mit uns diese sogenannten APIs, ja, so diese Schnittstellen, sodass wir direkt darauf zugreifen können. Ja? Gut, und dann ist das also hier, ist es also ja, also ganz natürlich, ja. Also hier habe ich die einzelnen Teile. Ich muss natürlich allen Teilen Material zuweisen, ja. Jetzt muss ich mal schnell spicken, was ich da oben genommen habe. Mild-Steel, ja. Also mache ich das jetzt hier Mausklick, rechte Mausklick-Taste, Apply Material, ja. Dann geht dann hier so ein Materialbank-Datei auf, ja. Kann ich auch suchen, ja. Mild-Steel haben wir hier genommen, ja. Ja, und dann ist das hier, sehen Sie den grünen Haken hier vorne, dann habe ich das. Ja. Ja, und das kann ich jetzt mit anderen, in anderen Teilen auch machen. Ja, jetzt mache ich mal Outer Air, die ist jetzt unsichtbar, die können wir gleich nochmal zeigen. Mache ich erst einmal das Material fest. Okay. Auch, habe ich auch gemacht. Band. Das wollte ich gleich noch erklären. Band und Moving Parts. Moving Parts ist Copper. Natürlich, ich meine, das ist natürlich klar. Ja, also weil wir ja die Wirbelströme ausnützen müssen, ja, muss das Teil, das dann gebremst wird, muss natürlich ein Leiter sein. Ja. Also Apply Material. Ich kann hier oben auch suchen. Sie können sich natürlich auch natürlich Ihre eigenen Daten Daten erzeugen, ja, erzeugen, ja, mit neue New Library und dann einfach auch neue Materialien hier definieren. Ja. Haben wir Copper auch? Ja, jetzt kommen die Permanentmagnete. Das sollen jetzt Permanentmagnete sein. Ja, diese. Ich mache das jetzt mal unsichtbar. Kann ich da besser drauf zugreifen? Ja, ich gehe mal zu dem Modell, das ich schon vorbereitet hatte. Ja, da sehen Sie, ja, so ein Permanentmagnet muss also, da muss ich das Material festlegen und die Richtung, wie der Permanentmagnet ausgerichtet ist. Ja, ich mache es mal jetzt hier bei dem Modell unten. Magnet. Okay. Ich nehme jetzt einfach ein Permanentmagnetmaterial für alle. Apply Material. Ja, da gibt es schon hier Permanent Magnet. Ja, Neodym, ja, die sind teuer, aber die sind auch relativ stark. Ja, und Sie sehen, ja, die sind definiert durch die Remanenz. Und die Koerzitivfeldstärke. Ja, also wenn Sie da andere Magnete haben, ja, kann man also einfach diese Zahlenwerte auch ändern. Okay, das mache ich mal. So, und jetzt fehlt natürlich die Richtung. Ja, jetzt kann ich die anklicken. Ja, zum Beispiel habe ich den angeklickt. Ja, jetzt muss ich die Richtung definieren. Ja, gibt hier, ich muss die Richtung definieren bezüglich eines Koordinatensystems. Naja. Jetzt ist das hier so gelagert, ja, Sie sehen, in Z-Richtung ist hier sozusagen oben und unten und so wollte ich es ausrichten. Also es würde hier reichen, wenn ich hier das globale Koordinatensystem wähle und dann also kartesisch und in Z-Richtung. Ich mache mal Show Preview, das mache ich mal. Das ist welche Richtung, das muss es sein, ja. Ja, sehen Sie den Pfeil, ja. Jetzt geht es nach unten, ja. Könnte ich auch umkehren, ja, geht's nach oben. Ja, wenn das globale Koordinatensystem, ja, also nicht ausreicht, um jetzt diese Richtungen festzulegen, ja, ich kann natürlich, und das ist ja auch sehr üblich, ja, zum Beispiel, wenn ich Motoren simuliere, ja, dass die radial ausgerichtet sind, ja, dann muss ich also ja, kann ich ein lokales Koordinatensystem definieren und bezüglich dieses Koordinatensystems, das angeben, ja. Also, das könnte ich jetzt machen für alle Magnete und das habe ich also hier schon mal gemacht, ja. Also hier sieht man es, ja. Und zwar das wissen die Designer, ja, dass das gut ist, wenn man hier die Richtungen, wenn man es abwechselnd ausrichtet, ja. Hier oben, unten, oben, unten und so weiter. Ja.
Ach so, ich wollte noch mal zurück zu dem Konzept des Band. Okay, das habe ich jetzt hier noch. Das ist nämlich hier unsichtbar, aber es ist da. Ja, das mal noch mal. Na, wo ist es? Da ist es. Ja. Und natürlich habe ich auch eine Außenehr. Ja, die habe ich auch unsichtbar mal gemacht. Ja, also das ist die Außenehr. Also Luftbox, ja, die brauchen wir jetzt auch nicht, ja. Okay, also wichtig ist dieses Konzept des Band, ja. Also das Band, das heißt nichts weiter. Also ich muss also einen Körper definieren, der das Teil, das sich rotiert, beinhaltet, ja. Und zwar, ich muss das so dimensionieren, dass während der Bewegung dieses Teil nicht aus dem Band rausgeht. Ja, was natürlich hier der Fall ist, weil die Scheibe sich rotiert, ja, also es füllt natürlich jetzt hier per Definition immer den gleichen Raum aus, ja. Aber hätte man eine Linearbewegung, ja, dann könnte es sein, dass sich das Teil, das sich ja dann bewegt, ja, an das Band anstößt, ja, und dann müsste man also die Simulation neu aufsetzen und das Band neu machen. Warum hat man das Konzept des Bands? Ja, weil die Technologie, die dahinter steht, ist finite Elemente, ja. Also ich muss hinterher, jetzt gehe ich wieder zurück, ich muss mein Gebiet, ja, ich muss da ein Netz erstellen, ja. Ich zeige das mal, Show Mesh, ja. Also sowas, ja. Also das sind hier Tetraeder, auf den Oberflächen werden Dreiecke angezeigt, ja. Und wenn sich jetzt ein Teil bewegt, dann heißt das ja, das Modell verändert sich, ja. Hätte ich nicht das Band, ja, dann müsste ich den ganzen Raum wieder neu vernetzen. Ja, also das ist eine Wissenschaft für sich, wie man solchen, wie man so eine Baugruppe, ja, mit vielen Teilen, wie ich da ein gutes Tetraedernetz herkriege, ja, so dass alles ausgefüllt ist. Ja, sie, natürlich ist das jetzt auch hier die Zwischenräume sind ausgefüllt. Ja, die sind jetzt eben nur nicht angezeigt, weil ich jetzt hier manche Teile, ja, diese Outer Air habe ich ja ausgeblendet. Ja, also und wenn ich weiß, wenn das System weiß, die Software, wo sich was dreht, ja, dann heißt das, also die Außenteile, ja, wo außerhalb des Bands, da ist ja alles statisch, da kann das Netz gleich bleiben. Das wird sich dann während der Simulation nicht verändert. Es ändert sich nur das Netz im Band. Ja, also das beschleunigt dann die Simulationszeit also außerordentlich. Das ist also ein ganz ganz wichtiges Konzept. Ja. Also das brauchen wir jetzt nicht mehr, das Netz. Ja. So, was jetzt noch das habe ich ja gezeigt. Ja, das habe ich gezeigt. Ich gehe nochmal dahin. Properties. Ja. Also wir haben eine Coupling einer, ja, wir haben hier eingegeben, wir koppeln zu Initial Velocity, zu der Bewegungsanalyse in SolidWorks. Wir sagen, was sich bewegt und wir sagen, wo das Band ist. Ja. Und dann weiß das System alles. Ja. Jetzt definiere ich nur noch, ja, ich muss ja dann das Drehmoment berechnen, ja. Ja, das Drehmoment berechne ich also auf die Scheibe, ja. Also ich meine, das ist also das Entscheidende, ja. Ich könnte das jetzt, nee, das könnte ich nicht, gehe mal dahin. Das Entscheidende, ja. Force and Torx, das ist noch nichts, ja. Lorentz Force, ja. Ja, hier wieder das Symbol für Bodies, ja. Ich kann hier auswählen oder im Baum. Ich will natürlich jetzt das auf dem Moving Part, ja. Und ich muss wissen, wo ist die Achse, ja, also bezüglich, ja, dem Ursprung. Das ist hier gerade so gemacht, dass das gerade hier die Mitte ist, ja. Ach so, ja, genau. Schauen wir da noch mal. Ja, ich habe zwei Möglichkeiten, ja. Das haben Sie vielleicht gerade gesehen. Virtual Work und Lorentz Force, ja. Also Virtual Work ist das Allgemeine, ja, das Allgemeinere. Also diese Begriffe beziehen sich auf die Berechnungsmethode, ja. Virtual Work, also das Prinzip der virtuellen Arbeit, ja. Also ohne dass sich irgendwas bewegt, ja, kann ich sozusagen vorhersagen, also deswegen der Begriff virtuell, ja, wie ändert sich oder welche Arbeit muss verrichtet werden, ja, um das Teil ein Stück Delta X zu verschieben, ja? Und aus dieser Arbeit kann ich dann die Kraft berechnen, ja? Lorentz Force
ist, also Virtual Work ist das Allgemeinere. Lorentz Force ist, verwendet man, wenn die Kraft dadurch zustande kommt, dass da Ströme fließen, ja. Also wie bei der alten Fernsehröhre, ja, wenn sich Elektronen im Magnetfeld bewegen, ja, dann werden die abgelenkt, ja. V Kreuz B, das ist der entscheidende Anteil in dieser Gleichung, ja. Und ich habe ja in dieser Scheibe die Wirbelströme, ja. Also Wirbelströme im Magnetfeld, da wird eine Kraft erzeugt, die nennt man Lorentz Force, ja. Also, und das hat man hier gewählt. Gehe nochmal hier rein, Edit Definition. Wie es, ja. Ach, das ist jetzt hier, das war meine Studie. Ja, das ist hier. Da war es. Edit Definition. Ja, also das bewegt sich. Muss hier also anwählen, was sich hier bewegt. Ja, so Moving Parts. Ich berechne, also das Drehmomentzentrum, ja, ist hier gemacht, das ist gerade dieser Punkt 1, ja, den müsste ich vorher noch konstruiert haben im SolidWorks-Modell, ja, und ich kopple zu Torque 2, ja, also wo kommt jetzt dieses Torque 2 her? Sollte ich das nochmal erklären, ja, Torque 2, das steht nämlich hier, ja, das müsste hier stehen, ja, also das ist der Name, ja, das bezieht sich auch wieder auf diese Bewegungsanalyse in SolidWorks, Torque 2 ist es genannt worden, ja. Weil das muss eins zu eins übereinstimmen. Ja? Gut, und ja, und dann ist eigentlich alles, ja, dann haben wir alles, ja. Dann ist alles aufgesetzt und ich würde dann, ja, Run klicken, ja. Aber jetzt habe ich hier 41 Zeitschritte für diese 200 Millisekunden, ja. Das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, ja. Deswegen habe ich das hier. Sag ich mal, habe ich schon gelöst, ja. Und wir schauen jetzt uns einfach die Lösungen an. Ja. Okay, gehen wir mal zu Results. Results Table Show. Ja, jetzt habe ich hier auf der linken Seite, ja, sehen Sie schon hier die Einträge. Da steht in der linken Tabelle steht die Zeit und in der rechten Tabelle steht der Winkel. Ja, also Zeit gegenüber Winkel. Ja, also macht das Sinn? Ja, macht schon Sinn. Ja, stellen Sie sich vor. Ja, also am Anfang hat die Scheibe, also beim Startschritt, Zeitschritt 0, hat die eine gewisse Position. Ja, ein Referenzpunkt hätte da dann den Winkel 0. Ja, und dann bewegt sich, die hat ja eine Anfangsgeschwindigkeit. Ja, also die bewegt sich natürlich noch weiter. Ja, die bewegt sich noch weiter und irgendwann, ja, die wird natürlich abgebremst, ja. Und wenn die irgendwann abgebremst wird, ja, dann bewegt sie sich nicht mehr. Und das nicht mehr bewegen heißt, ja, also es pendelt sich ein, der Winkel, ja, die Kurve bei einem konstanten Winkel. Ja, wenn ich hier vielleicht 10, 20, 30, 50, ja, so bei 160 Grad. Ja, also in der Konfiguration bewegt sich diese ab dem Simulationszeitpunkt 0 bewegt sich diese Scheibe noch, ja, die hat hier noch so einen kleinen Überschwinger, ja, also bis 100, ja, fast 180 Grad und dann geht sie wieder noch ein Stück zurück, ja, und pendelt dann bei 160 Grad ein, ja, also das macht schon Sinn, ja. Haben noch andere, ja, auch können, schauen wir uns die Geschwindigkeit an. Plot, ja. Das ist die Geschwindigkeit, ja, diese 6 Grad pro Sekunde, ja, entspricht gerade unserer Anfangsgeschwindigkeit, ja, wird gebremst, ja, die geht kurzzeitig, ja, auch ins Negative, auch deswegen dieses Überschwingen, das wir in der letzten Kurve gesehen haben, ja, und dann pendelt sich das, die Geschwindigkeit bei 0 ein, ja, und ja, jetzt macht es auch gar keinen Sinn mehr, also die Simulationszeit zu vergrößern, ja, weil die Scheibe ist schon in Ruhe, ja. Diese 2D-Graphen, ja, die können Sie dann hinterher noch bearbeiten, ja, das ist also auch ganz schön, ja. Also zum Beispiel hier eine andere Liniendicke oder auch wenn wir die Zeitschritte mal sehen wollen, ja. Gehen wir mal zu Symbol Properties, ich mache hier mal Circle. Circle und nicht transparent, sondern mache ich mal das da, ja, dann sehen Sie schon, ja. Das sind die Zeitschritte,
die ich vorher ja, bei SolidWorks eingegeben habe. Ja, das sind die Frames per Seconds. Ja, also damit steuere ich sozusagen die Dichte dieser Punkte. Ja, und das hängt also jetzt von das wirklich von der von dem Modell und von den Anfangsbedingungen ab. Ja, wie man diese Zeitschrittweite günstig, also wie man die wählt, da braucht man natürlich eine gewisse Erfahrung, ja, um das rauszubekommen. Ja, also das kann man auch hier sehr schön sich anschauen. Ja, was wir noch können, ja, ich kann hier sozusagen das als Zahlenwerte, als Tabelle mir anschauen. Ich kann das abspeichern. Ja, ich kann das abspeichern als ja, Excel-Tabelle, TXT oder CSV-Datei, um das dann hinterher eventuell mit einer anderen Software noch nachbearbeiten zu können. Ja, also das haben wir. Ja, das sind also diese Daten entnehme ich diese Results Table, ja. Und man könnte natürlich, ist jetzt vielleicht auch interessant, ja, mal zu sehen, wie sich das bewegt. Wo sind jetzt denn die Wirbelströme, ja? Und bewegt sich da was, ja? Also ich habe zu allen elektromagnetischen Größen, die ja so relevant sind, ja, habe ich hier so einen automatisch erzeugten Ordner, ja? Das habe ich hier die Flussdichte, die Feldstärke, die Stromdichte, ja? Also Applied Current Density würde bedeuten, wenn ich eine feste, also wenn ich einen Strom einträge in einer Spule als Anfangswert, ja, das habe ich natürlich hier nicht, ja, weil hier mein Magnetfeld durch die Permanentmagnete erzeugt wird, ja. Current Density, und das ist natürlich jetzt, wenn ich das animiere, da sollte man natürlich jetzt was sehen in dieser Platte. Ja, das mache ich mal. Also man könnte hier noch Clipping machen, Section Clipping. Section Clipping heißt, ich kann das Ganze noch durchschneiden in der Ebene und da betrachten, aber das brauchen wir jetzt hier nicht, mache ich das ein bisschen mal ohne. Ja. Animate versus Time. Ups, geh mal. Na, er rechnet noch, ja. Sehen Sie, 41 Zeitschritte haben wir gemacht. Ja. Da oben sehen Sie den Zeitschritt. Ja, das jetzt hier das hängt an meiner Auflösung. Ich glaube, Sie sehen, da müssen Sie ganz nahe hingehen, um das zu sehen. Ja, hier sehen Sie den Zeitschritt. Ja, hier 25, 26, 27, 29, 30, 31. Ja, das ist hier, müsste ich hier anders einstellen. Das ist hier etwas klein. Ja, also Sie sehen es schon. Dass hier die Wirbelstromdichte nimmt dann später, die nimmt ab, ja. Deswegen ist das auch weniger, ja, sehen Sie schon an den Farben, ja, dass die Wirbelstromströme dann in Intensität abnehmen. Was klar ist, weiß ich ja, die Scheibe, die wird ja abgebremst, ja. Und wenn ich dann wirklich bei Null bin, dann habe ich ja keine Ströme mehr, ja. Also da habe ich auch alle Möglichkeiten, das hier einzustellen. Ich kann das abspeichern als Datei und exportieren. Okay. Ja, also das ist also jetzt diese Anwendung gewesen. Ja, also kreisförmige Wirbelstrombremse, und zwar, also ich sage mal vereinfacht, aber wirklich, also die Teile hier berücksichtigt, die eine Rolle spielen und nicht, sage ich mal, die Zuleitungen und irgendwelche Schrauben, die dann noch in dem Modell drin wären, ja. Also wir bekommen viele Modelle von Kunden, die manchmal Probleme haben, ja. Und es liegt einfach daran, dass da einfach diese Detaildinge im Modell berücksichtigt sind, die man eigentlich nicht braucht für die Simulation, ja. Jo, glaube, halt, das wollte ich nicht. Ich habe alles gesagt. Ich guck mal zu meinem Chatfenster, ob da irgendwas ist. Chatfenster, ja. Traut sich niemand, was zu schreiben? Also, wie gesagt, dieses Webinar wird aufgezeichnet.
Sie bekommen das dann hinterher noch, also zum Download, ja, und Sie können uns ja jederzeit kontaktieren, ja, wenn Sie ein eigenes Modell rechnen wollen, ja, wenn Sie eine Probelizenz haben wollen, ja, wenn Sie das alles nochmal nachrechnen wollen, ja, das ist alles gar kein Problem. Ja. Gehe ich nochmal zu meiner Folie zurück. Ja. Da waren wir, das haben wir also gesehen, ja. Also wie wird also diese Wirbelstrombremse mit EMS in SolidWorks simuliert? Ah ja. Und dann, ja, wollte ich noch an meine Kollegin wieder übergeben, die noch ein paar Zusatzinformationen hat. Augenblick. Okay, so ich werde dann noch kurz über unsere Produkte, also unsere Produktpakete vorstellen. Unser EMS hat vier verschiedene Pakete: Electric, Magnetic, Professional und Premium. Und so wie Herr Wimmer schon mal vorgestellt hat, wir haben noch vier verschiedene Zusatzanwendungen: Thermal Motion, Structural und Circuit. Die Zusatzanwendungen kann man auch einzeln auswählen. Und was die Wirbelstrombremse angeht, ist das Paket Magnetic und die Zusatzanwendung Motion. Und wir haben außerdem noch einige Lehrmaterialien, also für Anfänger mit unserer Software EMS. Demo-Viewer zum Beispiel. Ein Demo-Viewer ist bei dem Paket EMS dabei mit dem vordefinierten Modell und auch einige Tutorien. Außerdem können Sie auch gerne unsere Newsletter und Blogs reinschauen und wir bieten auch Schulungen für unsere Kunden. Und wir haben auch Kanäle in Social Media bei LinkedIn, Facebook, YouTube und Twitter. Das können Sie auch gerne abonnieren. Und für eine Probelizenz, wenn Sie eine Probelizenz anfordern möchten, das ist auch ganz einfach. Gehen Sie einfach zu unserer Homepage www.emworks.com und dann klicken Sie an Support und Contact Us. Dann einfach Ihre Informationen ausfüllen und einreichen. Unsere Vertriebsmitarbeiter werden dann mit Ihnen in Kürze in Verbindung setzen. Genau, hier nochmal die Informationen von unserer Homepage und die Kontaktdaten von mir und meinem Kollegen Herr Georg Wehmer. Gut, das war es. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hätten Sie da noch Fragen? Also wenn Sie keine Fragen haben, ich glaube, Georg, wir können das Webinar jetzt abschließen. Ja, also ich danke auch für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön, tschüss.